Book Crossing. Bücher kreuzen den Weg. Hallo, mein Name ist Katrin und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Kennen Sie Deutschland? Zum Thema Lifestyle. Rate mal, wo ich das Buch gefunden habe. Sag schon. Im Park. Wow. Oh, was ist das? Was machen die Bücher hier im Park? Da stand nämlich mit und Book Crossing. Also das verstehe ich nicht. Book Crossing ist eine weltweite Bewegung, um Bücher kostenlos weiterzugeben. Cool. Stell dir vor, das Projekt hat sogar eine eigene Seite im Internet, www.bookcrossing.com. Und wie funktioniert Book Crossing? Schau mal, ich habe das Buch Deutsche Gedichte ausgesucht und will es freigeben. Als erstes melden Sie sich auf der Seite Book Crossing im Internet an. Dann registrieren Sie das Buch und stellen es vor. Jetzt muss ich nur noch den Ort eintragen, damit der oder die Finderin es sich dort ausleihen kann. Wo wollen wir es in der Öffentlichkeit hinlegen? Man sagt auch das Buch freilassen. Hier in Berlin gibt es viele gekennzeichnete Plätze und Behälter, wo man die Bücher freilassen kann. Lassen wir es an der Zentralhaltestelle frei. Sieh mal, ich habe eine E-Mail erhalten, wo mein Buch gerade ist. 3 Leute haben es schon gelesen. Sie empfangen automatisch eine E-Mail, sobald das Buch neu registriert wird. So kannst du den Weg deines Buches um die ganze Welt verfolgen. Ja. Lies mal den Kommentar von Pedro aus Spanien. Der ist total begeistert von dem Buch. Was für Bücher stellen die Mitglieder im Book Crossing ein? Zum Beispiel Fachbücher und Gedichte, Lexika, Krimis und vieles andere. Leider bleiben manche Bücher lange verschwunden und manche tauchen nie wieder auf. Schade. Ich finde Book Crossing eine tolle Idee. Ich werde auch mitmachen und Mitglied werden. Jetzt gehören wir beide auch zur weltweiten Bewegung Book Crossing, um Bücher kostenlos weiterzugeben. Tschüss.